Hallo und herzlich willkommen zur Bote TV Manöverkunde. In unserer heutigen Folge geht es um das Fahren mit einer Einzelmotorisierung, einer Wellenanlage und einer Ruderanlage. Sozusagen der Mutter aller Bootsantriebe und auch am weitesten verbreitet. In unserem Fall, wir sind auf einer Cristomare, stammen sowohl Motorisierung als auch Getriebe von Volvo Penta. Wie bei Booten dieser Klasse üblich, haben wir einen rechtsdrehenden Propeller, das heißt die sogenannte Schokoladenseite des Bootes, mit der wir also bevorzugt an- und ablegen, ist die Backbordseite. Das hängt mit dem Radeffekt zusammen, den wir später nochmal gesondert erklären. Wollen wir vorwärts in die Box einfahren, steuern wir sie ganz normal, in unserem Fall über Backbord an. Hat man zu viel Fahrt im Boot, nimmt man durch Auskuppeln oder eventuell auch leichtes Zurückgeben die Fahrt aus dem Boot heraus, damit man möglichst langsam in die Box einfährt. Wenn man mit einem Boot solchen Antriebs auf der Stelle drehen, gelingt das nur durch hart Ruderlegen, leicht voraus einkuppeln, leichte Gasschübe und dann auch wieder zurück. Und das muss man im Prinzip immer abwechselnd machen. Beim Drehen auf der Stelle machen wir uns den Radeffekt zunutze. Brauchen wir im Prinzip nur bei hart eingeschlagenem Ruder vorwärts einkuppeln, dann wieder rückwärts einkuppeln. Wir erinnern uns, das Heck zieht automatisch nach Backbord. Und wieder vorwärts einkuppeln. Das wiederholt man so lange, bis das Boot sich einmal komplett gedreht hat. Fährt man mit Einzelmotorisierung und Wellenanlage rückwärts, wird man schnell merken, dass das Heck zu der einen oder zur anderen Seite ausbricht. In unserem Fall, wir erinnern uns, wir haben einen rechtsdrehenden Propeller, geht das Heck zur Backbordseite weg. Das kann man nur ausgleichen, indem man ein bisschen Ruder legt. Das ist je nach Bootstyp natürlich unterschiedlich stark zu machen. Und im Zweifelfall lieber einmal früher auskuppeln, als einmal zu spät. In der Bootspraxis wird es also so sein, dass man mehrfach vor und zurück einkuppeln muss, bevor sich das Boot gerade vor die Box stellt. Aus der Vogelperspektive lässt sich dieser Zustand gut erkennen. Das Ruder bleibt bei den meisten Manövern dabei unbenutzt. Hier sehen wir nochmal, wie wir wieder zurückgehen, mit einem leichten Schub wieder nach vorne das Boot gerade stellen und es dann endgültig an den Steg längsseits anlegen. Wir sehen, es ist auch rückwärts ein Problem, wenn man es langsam macht, immer vor und zuraus. Beim Längsseitsanlegen fahren wir den Steg in einem spitzen Winkel an und machen uns dann den Radeffekt zunutze. Das machen wir so, indem wir kurz vorher aufstoppen und dann wie besprochen mit Vorwärts- und Rückwärtsgasschüben das Boot Stück für Stück an den Steg heranmanövrieren. Das kann mal einen Moment dauern, aber ist auf jeden Fall sicherer, als mit zu viel Gas zu arbeiten.